in der kalten und finsteren Nacht. Wer fürchtet sich da? Wer hat Angst? Der Mörder fürchtet sich davor, seinem Schicksal zu begegnen. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für Sie. Ich habe deine Mutter vergewaltigt und umgebracht. Ich desinfiziere das und du identifizierst die Leiche deiner Mutter. Einen hübschen Arsch hat die. Mein Glückwunsch. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir bringen ihn um. Und was war mit dem Alten? Hast du den auch umgebracht? Der starb von ganz allein an einem Herzinfarkt. Herzinfarkt? Ich habe alle Spuren verwischt. Und die Leiche habe ich auch verschwinden lassen. Sie ist nicht da. Ist sie nicht? Nicht da. Nein. Was du spazieren fährst? Du hast eine Leiche da hinten im Wagen. Eine Leiche! Du bist total verrückt! Warum sagt man eigentlich immer, wenn einer gestorben ist, so ist das Leben?